Salam alaikum und alaikum salam alaikum, Freunde. Ich bin's, euer Bakashi, und das hier ist die Zusammenfassung vom KFM Ball 11.12.2022. Samina mina, waka waka Samina mina, sankaleva. This time for Wakayashi. Okay, Leute. Ihr seht jetzt schon, es gibt sehr viel für Loot for free, und das hier ist ungefähr ein Wert von 30 Milliarden, den jeder BDO-Spieler for free geschenkt bekommt. Auf dem PC, auf Konsole kann ich nicht wirklich viel sagen. Checkt mal gerne eure Links auf der Konsole ab. Das habe ich jetzt nicht zusammengefasst. Bevor wir aber über das ganze Einzelne sprechen, will ich euch ganz kurz mal zeigen, was wir alles hier zusammengefasst haben. Gut, also, diese ganzen Links, die ich jetzt hier präsentiere, die findet ihr unten auch nochmal in der Beschreibung von diesem YouTube-Video. Und ich habe, um es übersichtlicher zu machen, nur einen Link runtergepackt. Ihr seht den Rest einfach hier, die ich dann zeigen werde, ja? Es geht los. Was wurde im KFM Ball überhaupt alles erzählt? Als allererstes gehen wir durch WUSA. WUSA ist die neue Klasse, die am 14. Dezember released wird. Und nicht nur auf dem PC, sondern auch in Konsole und auf allen Regionen, auf allen Retail-Servern, die es auf dieser Welt gibt. C, EU, NA, Thailand, Taiwan, MENA, egal, Global Release. 14. Dezember, kommende Mittwoch. Ihre Mainhand ist ein Fächer, und als wäre das noch nicht genug, wurde ja noch vorgestellt, dass Megu, die Zwillingsschwester, auf Black Desert Mobile released werden soll am 13. Dezember. Diese soll aber auch im Januar, Mitte Januar, dann für PC auch released werden. Wahrscheinlich auch für Konsole. Ihre Main Hand ist ein Glücksbringer, ein Charm. Sie hat außerdem noch einen Fuchs. Ziemlich cool, ziemlich coole Sache. Land of the Morning Light ist das nächste Thema. Land of the Morning Light ist das neue Gebiet, und dieses Gebiet befindet sich oben rechts. Wenn ihr die Karte öffnet, müsst ihr auch nochmal ganz nach oben links scrollen. Da seht ihr, hier ist aktuell Port Red. Das ganze Gebiet wird überarbeitet, auch der ganze Hafen wird überarbeitet, und dann ist das die sogenannte Hasso-Region, Land of the Morning Light. Diese wird Mitte Februar nur in Korea released, kein Global Release, sehr schade, aber ja, so ist es. Es wird keine traditionellen Grindzonen geben, es wird eher so sein, dass es Bosse gibt. Insgesamt soll es wohl 8 verschiedene Bosse geben mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Was damit genau gemeint ist, es wurde nicht hinreichend genug definiert. Könnte sein, dass damit gemeint ist, dass es eine Non-Elvia und eine Elvia-Version gibt. Könnte sein, dass es wie in Diablo funktioniert, dass je mehr Gruppenmitglieder dabei sind, dass es umso schwieriger wird, aber dafür auch mehr Loot gibt. Man kann diese Spots solo grinden, man kann aber auch scheinbar, also das deutet man daraus, was sie gesagt haben, in Gruppe machen. Oder ob sie mit Gruppe stattdessen eher als Gildenbosse gemeint haben, das weiß man jetzt nicht. Mit diesem neuen Gebiet sollen die neuen Handschuhe released werden. Also das Upgrade von den aktuell bestehenden Handschuhen Bakes und Lebur, ähnlich wie mit Fallen God Rüstung und Labreska Helmet. Wurde zwar nicht als solches betitelt, Fallen God Handschuhe, aber sie haben gesagt, das nächste Upgrade, die besten Handschuhe. Die sollen heißen Dance Gloves. Oder ich habe es falsch verstanden und die meinten Dawn Glows. Außerdem soll es einen neuen Crystal Slot geben. Eigentlich sollen es sogar bis zu 4 sein. Dazu könnt ihr euch das Bild mal hier anschauen. Da sehen wir die neue Crystal UI. Dazu komme ich gleich zu sprechen. Und mit dieser neuen UI soll direkt ein neuer Crystal Slot hinzugefügt werden. Und zwar Bongwangs Tier, Bongwangs Träne. Und diesen Crystal, den ihr hier seht, den kann man nicht verkaufen. Und es ist so, dass man nur einen davon sockeln kann, und der ist overpowered des Grauens. Wir haben sowas wie Hidden AP, wir haben Accuracy, DR, Evasion, Max HP, WP, MP, SP, Stamina, Monster AP, Monster DR, bis runter bis zu Item Drop Rate permanent plus 5%. Bin gespannt, wie man den bekommen kann, wurde dazu noch nichts gesagt. Kleiner Exkurs zur Konsole. Am kommenden Mittwoch, am 14. gibt es einen großen Patch auf der Konsole. Und zwar bekommt ihr neben der Klasse WUSA auch noch viele Dinge, die es schon auf dem PC seit einiger Zeit gibt. Beispiel Manis Realm, Manis Geheimkammer. Was ist das? Da könnt ihr jeden Tag 1 Stunde und 5 Minuten auf einem Privatserver grinden, auf nicht allen Spots, auf bestimmten Spots, aber den populärsten Spots, wie zum Beispiel Histria oder Sherikan, ne, also solche Spots. Nicht alle Spots sind dann dort freigeschaltet. Wenn ihr also da reingeht, zum Beispiel bei Star Sand, dann gibt es nicht alle Rotations. Nicht Cliff Rotation, Main Rotation. Es gibt
wenige Rotations, aber meistens die besten Rotations. Ihr könnt dort also in Ruhe, ohne Duel for Spot, einfach grinden, 1 Stunde 5 Minuten, extra 5 Minuten, um euch buffen zu können. Ihr könnt da jederzeit raus und die Zeit wird auch gestoppt, sodass ihr wieder rein könnt. Der Reset ist einmal täglich. Ihr bekommt den neuen Feen-Skill. Dieser neue Feen-Skill sieht dann so aus. Das Ding nennt sich großzügige Hand und auf Pen erlaubt es euch bis zu 20 Items gleichzeitig konsumieren. Das könnt ihr dann hierüber einstellen und könnt dann sagen, okay, ich möchte, dass er die Arzneien, die Cron-Meals, die Elixiere, die Parfüme, die Loot-Scrolls, die welche auch immer Scrolls automatisiert einwerfen soll, wenn ihr grindet. Nie wieder Draws vergessen, nie wieder Elixiere vergessen, nie wieder ohne Cron-Meals grinden. Achtet darauf, dass ihr das Ding auch immer wieder ausschaltet, aber wenn ihr euch ausloggt, sterben solltet, ist das automatisch deaktiviert. Das Ding ist ein bisschen Pay to Win. Ihr bekommt bei einer T4-Fee wird einfach das Level Cap von 40 auf 50 angehoben und auf Level 50 habt ihr dann diesen Skill. Den Skill könnt ihr nur auf einer T4-Fee bekommen. Das heißt also, es besteht auch die Chance, wenn ihr eine neue T4-Fee levelt, dass dieser Skill direkt bei Level 10 kommen kann. Damit ihr die Fee so perfekt wie möglich macht, ist es aber wiederum Pay to Win lastig, weil die gratis Reroll-Dinger wird es sicherlich nicht zu Genüge geben. Ihr werdet da Geld reinstecken müssen oder sehr lange warten müssen für free Items. Nur mal so als Beispiel, ich habe nur für diesen Skill 155 Euro gezahlt. Am Tag des Release kamen zahlreiche Zuschauer zu mir und haben gesagt, hier Wacker, guck mal, der ist instant auf Pen gekommen auf Level 50. Sei den gegönnt. Hätte ich auch gerne gehabt. So. Ihr bekommt auf der Konsole die Blackstar Nebenwaffe. Ihr bekommt eine Kafra Level Max Cap, eine Kafra Level Max Cap Erhöhung von 10 auf 15. Aktuelles Cap auf der Konsole ist 10. Das wird erhöht auf 15. Ihr bekommt die neue Loot Scroll UI. Ihr habt also keine gelben und blauen Loot Scrolls mehr. Das hier wird eher in sowas reingesteckt. Das ist ein Konto eurer Loot Scrolls. Ihr könnt also einfach auf eure Loot Scrolls draufklicken, mit Rechtsklick aktivieren und dann geht das hier in dieses Konto rein. Das könnt ihr bis zu 10 Stunden stacken und dann könnt ihr aussuchen, ob ihr die blaue Loot Scroll aktivieren wollt über 1 oder die gelbe Loot Scroll über 2. Wenn ihr das Ding einmal aktiviert habt, könnt ihr es danach für 5 Minuten nicht wieder deaktivieren, außer ihr geht in eine Safe Zone oder wechselt den Charakter. Denkt daran, dass ihr das Ding mal ausschaltet. Ich vergesse, ich habe schon mindestens 5 Stunden das Ding automatisch weiterlaufen lassen, weil ich dann doch mal schnell an die Tür musste oder Haushalt machen musste und das vergessen habe auszuschalten. Auf der Konsole gibt es keinen Garm of World Boss. Stattdessen wird bei euch eingeführt, dass jeder von euch auf der Konsole solo Garm of einmal pro Woche töten kann und das mit Full Pen Tuvala Gear. Also wirklich wenig Bedingung, Anforderung für Garm of. Es wurde bestätigt, dass die Winter Season am 14. Dezember kommen soll für PC und für die Konsole. Also freut euch auf jeden Fall auf Season Action mit der Klasse Wusa. Dazu wird es sicherlich sehr viele Events geben, wenn ihr eine Klasse in der Season erstellt. Und wenn ihr diese Klasse auch als Wusa wählt, bekommt ihr diese ganzen Belohnungen doppelt und dreifach, wie bei Mois. Doppelt. Vermutlich das Highlight des ganzen Jahres, Leute, ist diese Kristall-Voreinstellung. Das Kristall-Preset könnt ihr hier sehen. Leider habe ich den Screenshot nicht groß genug machen können, aber hier oben hat man gesehen in dem Video von Kalfimball, dass 5 Presets möglich waren. Und wie ihr sehen könnt, habt ihr hier Crystals für Helm, Handschuhe, Rüstung, Mainhand, Nebenhand, Awakening und, und. Was wir auch noch sehen, sind hier 4 geschlossene Crystal Slots. Eines davon wird diese Träne sein, die ich eben gezeigt hatte. Man kann von jeder Crystal-Art nur maximal 2 sockeln, das heißt, ihr könnt hier nicht 4 LKs reinsockeln. Ob man aber dann 2x LKs sockeln kann und 2x Mainhand Precision Crystals für weitere 16 Accuracy, ist noch abzuwarten. Ich glaube, es soll wohl gehen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Diese Crystal-Slots werden nach und nach mit irgendwann dem Content released und veröffentlicht und geöffnet, dann könnt ihr da weitere Crystals reinstecken. Ich denke mal, auch wenn es nicht gesagt wurde, diese Crystals können auch weiterhin hier rausbrechen. Sie wollen außerdem diese Crystals entfernen von den Rüstungen. Das heißt, auf den Rüstungen soll man nichts mehr sockeln, man sockelt das in diese Special UI.
Wie gesagt, ihr habt 5 Presets, ihr könnt also zwischen PvP, PvE, Live-Skill und wechseln. Für Spot, ne, auf Olum brauchst du andere Crystals als zum Beispiel in Krypta oder so. Das Ganze soll released werden im Global Lab am 16. Dezember, kommenden Freitag. Thema Arena of Solaire. Arena of Solaire ist die rangbasierte PvP. Und diese Season 2 soll am 28. Dezember starten. Die Season 1 war ein voller Erfolg, die Leute haben es gefeiert und können es kaum abwarten, in die Season 2 einzusteigen. Diesmal gibt es ein paar Änderungen. Es wird ähnlich wie in League of Legends ein Placement-System geben, worauf dann dein Rang berechnet wird und dann startest du mit diesem Rang. Vorher in Season 1 war es so, dass alle auf einem gleichen Rang gestartet sind, ungefähr Silber. Deine Placement-Elo wird bestimmt anhand des letzten Ranges, den du in Season 1 abgeschlossen hast. Es wird neues Gear und neue Crystals geben. Allgemein soll mehr Variation hinzugefügt werden. Es soll zum Beispiel mehr Life Rack on Hit geben, mehr Black Spirit Rage on Hit, mehr HP, dafür weniger Max HP. Solche Möglichkeiten soll es geben. Mehr Evasion-Möglichkeiten, mehr Damage-Reduction-Möglichkeiten. Außerdem soll es neue Schlachtfelder geben, neue Maps in Arena of Solaire. Zum Thema Life Skills, das ist wirklich ein Armutszeugnis hier, also da erwartet gar nicht wirklich viel. Es gibt wirklich nur unnötiges Zeugs. Schaut euch am besten mal einfach mal hier rein. Es ist so traurig, dass ich das gar nicht mal lesen möchte. Das Highlight ist vielleicht, dass der Cheer-Emote von Schafen und Harten entfernt wird und dass du Segel-XP jetzt auch beim Bartern bekommst, weil du jetzt nicht nur Segel-XP beim Segeln in Magoria bekommst, sondern auch im Wasser, im Meer, über Velia, Valencia, Heidel, okay, Heidel ist Velia, Kalfjorn und so weiter und so fort. Okay. Gilden, zum Thema Gilden gibt es auch nicht wirklich viel zu sagen. Die Gilden-Payouts sollen verbessert werden. Es soll ein neues Gilden-UI geben. Vieles soll automatisiert werden, dass die Gildenleiter oder die Offiziere nichts mehr in Excel eintippen müssen. So ein Punktesystem. Vielleicht was schön ist, dass geplante Gildenverträge, dass man da nicht mehr auf dem gleichen Server sein muss. Man kann das jetzt serverübergreifend einfach verschicken und ja, ziemlich geil. Dann eine Reihe von Quality of Life Updates. Es soll ein Toggle geben für die Low-HP-Effekte. Wenn du Low-HP droppst, kriegst du ja richtig krasse Alarm-Effekte. Alles wird rot und du bist Low-Life, du stirbst gleich, mach was. Das soll per Toggle ein- und ausgeschaltet werden können. Die Reichweite, mit der du dein Pferd rufen kannst, ohne die Flöte, weder noch, ohne beide Flöten, die es gibt, steigt von 50 Metern auf 150 Metern. Die erste Flöte macht bis zu 500 Metern und die zweite Flöte, die teurere, die lässt dich Infinite Reichweite rufen. Es sollen verschiedene Farben eingeführt werden für dein Pferdesymbol, was du hier sehen könntest, hier. Ob dein Pferd nun in Reichweite ist, damit du es rufen kannst oder nicht. Die ganzen Boxen, die man so hat, kann man nun auch auf Pferden öffnen. Es gibt keine Limitierung mehr, dass du ab Level 6 oder ab Level 10 deine Charakter swappen kannst, wo du sonst, wenn du nicht das Level erreicht hast, erstmal einen Charakter selection musst und dann wechselst oder deine UI bearbeiten kannst. Das wird alles entfernt, sofern du mindestens einen Charakter hast auf Level 10. Unnötig. Und wenn du auf Mani-Steine rechts klickst, wird der nächste Wakitoshi direkt angezeigt. Wann das alles kommen soll, ist noch in den Sternen geschrieben, dazu wurde nichts gesagt, aber es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass es demnächst kommen wird. Ich würde das schon sehr bald erwarten. Spätestens im Januar sollte das released sein. Schätze ich jetzt mal. Außerdem ein paar Good-to-Know-News. Es sollen mehr Pearl-Schmuck-Items geben für verschiedene Klassen. Manche Klassen haben sehr viele Variationen an Schmuck. Manche Klassen haben so gut wie gar nichts. Das Magier-Model soll überarbeitet werden. Der alte Tatagreis, der beim Erstellen immer automatisch erstellt wird, der soll verjugendlicht werden. Ein sehr krasses Update wird das hier sein, familienweites Silber im Inventar. Das bedeutet, wenn ihr mal hier seht, meine Charaktere haben alle unterschiedliche Silberinventare. Und jetzt mein Main hat 146 Millionen, der hat 580 Millionen, der hat 13, 1,9, 0 und so weiter und so fort. Das alles soll vereinheitlicht werden, sodass jeder Zugriff auf das gleiche Silber im Inventar hat. Das, was im Lager ist, soll weiterhin im Lager bleiben. Pearl-Housing-Items können in-game hergestellt werden, wahrscheinlich nicht alle, aber einige. Und
auch was Schönes. Es soll neue Shakato-Siegel geben mit besseren Belohnungen. Dazu habe ich auch nochmal einen Screenshot hier vorbereitet. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, gibt es eine Liste. Das da hinten links sind 10, dann 20, 40, 50, 70. Und hier könnt ihr es direkt besser lesen. 100 bis 300 Shakato-Siegel, die ihr eintauschen könnt. Das absolute Highlight ist hier natürlich für 100 ein Tridisto, der aktuell auf dem PC 6,5 Milliarden wert ist, der sehr wahrscheinlich immer zu den Zeiten, wenn man wirklich 100 zusammen hat, krass droppen wird. Ob er dann langfristig auch droppen wird, ob das dann Einfluss hat auf die TED-Preise und, diese Fragen werden sich dann in der Zukunft, denke ich mal, klären. 70er, 70 Stück für 100er Feldstack oder bei 300 für einen goldenen Titel. Ein absolutes Highlight hier an dieser ganzen Tabelle ist also für Geld Tridisto bei 100 Shakato-Siegeln oder für kleines Min-Maxing diese Garmoth-Pets. Ja? Diese Garmoth-Pets geben euch Max HP und die kann man sonst sehr schwer über Garmoth erhalten oder über den Markt, die aber kaum verkauft werden. Ich persönlich bin so ein krasser Roleplayer, ich werde wahrscheinlich für die 300 gehen und mir den Titel holen. Hände hoch in die Kommentare, wer mitmacht. Okay. Die Frage aller Fragen direkt zu diesem Thema. Wird es dafür neue Shakato-Siegel geben? Ja, wie ihr hier sehen könnt, sind in den Gratis-Loots, die wir jetzt umsonst bekommen, 20 Shining-Shakato-Seals enthalten. Das sind die Siegel, die wir jetzt aktuell noch eintauschen können. Und das Beste, was du damit machen kannst, ist 120 Stück gegen Trimanos einzutauschen. Und mit den neuen Shakato-Siegeln, die du hier siehst, die wir auch bekommen mit dem Code, den ich euch gleich einblenden werde, gibt es 10 extra Shakato-Siegel, um aus der neuen Liste was schon zu holen. Ich würde auf jeden Fall sparen und halt hier für Tridisto gehen, wenn ihr Geld wollt. Kleines Min-Max, Max HP über Garmoth oder halt für Roleplay den 300 Titel holen. Ein letztes, Tanz-Emotes für Shai wird hinzugefügt. Fortnite hat angerufen, will seinen Content zurück. Okay, tamam. Kommen wir zu dem ganzen Gratis-Stuff, den ihr bekommt. Hier wurde alles nochmal zusammengefasst, welche Codes was geben und Login-Belohnung geht ab Montag los, ab dem 12., 13. geht es los, ab dem 13.12. Da müsst ihr euch jeden Tag einfach nur einloggen und dann erhaltet ihr euren Loot. Ihr bekommt unter anderem einen Hammer, jetzt direkt mit dem Code, mit 150er Feldstacks, Cronstones, Manis Treibstoff, Waffentauschscheine, Kostüme. Ihr bekommt Housing-Items, diese Shakato-Siegel, diese Origin of Dark Hunger. Das ist das Teil, was wir damals im BDO Feldstack-Event bekommen haben, wo wir gratis Feldstacks pushen konnten. Diese Liste, diese Exit-Tabelle, findet ihr ebenfalls in dieser Tabelle unten bei links. Und da könnt ihr mal sehen, was ihr mit diesen 10 Hunger-Items, 10 Origins anstellen könnt. Ich habe hier mal ein kleines Rechenbeispiel gegeben für den gratis 150er Feldstack. Ihr könnt halt mit diesen 10 direkt von 150 auf 199 pushen. Und wenn ihr dann noch 13 Vikes Cry draufhaut und vielleicht sogar noch 2 Feldstacks durch Rolope bekommt, habt ihr direkt einen 212er Feldstack, was halt echt immens ist. Ne? Und das ohne Risiko, dass dieser Stack flöten geht. Dafür müsst ihr euch einfach nur dann aber am Ende jeden Tag einloggen. Diese Origins sind nicht hier drin, das ist ein Fehler gerade, sehe ich. Der ist bei den Login-Rewards mit unten drin, hier bei den 10 hier. Die müssen wir dann mal einmal raus entfernen. Das ist ein zweiter Code, bekommt ihr nochmal extra Loot. Und das hier ist halt ab Montag jeden Tag einloggen. Und dann seht ihr, was ihr da so bekommt. Das könnt ihr auch nochmal sonst hier sehen in dem Link. Wenn ihr euch jeden Tag ab Montag beginnend einloggt, bekommt ihr den ganzen Stuff hier. Da. Ne, ab Montag Day 1 500 Cronstones, dann jeden Tag 100, dann 500 Artisans, dies, das, anderes. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, schreibt für den YouTube-Algorithmus, um ihn zu überwinden, Käse in den Chat, das würde mich sehr freuen, würde mich sehr pushen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder auf twitch.tv/wakayashi. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Der Kalf im Ball hat in der ersten Halbzeit uns absolut abgeholt. Und in der zweiten Halbzeit war es halt absolut Roleplay des Grauens mit Live-Skill und Gilden-Content, den einfach niemand interessiert, wo sich niemand drüber freuen wird. Aber egal, die erste Halbzeit war echt Bombe. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Und wie gesagt, viel Spaß noch im Video.